Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich werde euch auch direkt erzählen, worum es heute in diesem Video geht. Es ist ein Video, was ich unbedingt drehen wollte, weil ich in den letzten Wochen sehr viele Fragen gestellt bekommen habe und einfach für mich ganz, ganz wichtig war, dass ich da mal so ein bisschen mehr ins Detail gehe und darüber mal ein bisschen mehr rede. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das auf jeden Fall. Die, die mir auf Instagram folgen, die haben es wahrscheinlich alles schon so ein bisschen mitbekommen. Es geht um meine Transformation, die ich so ja seit Dezember jetzt letzten Jahres so durchlaufen bin sozusagen. Und ich möchte heute so ein bisschen ja mehr darauf eingehen, ein bisschen mehr ins Detail gehen und euch da so ein bisschen drüber erzählen. Ich möchte euch erzählen, was meine Beweggründe waren, was ich alles so gemacht habe und vielleicht kann ich den einen oder anderen ein bisschen motivieren und denen ein bisschen helfen, falls ihr auch irgendwie so ein bisschen euch verändern möchtet. Und ja, ich dachte, deswegen mache ich jetzt heute mal ein etwas intensiveres Video, was sich genau um dieses Thema dreht. Für alle, die nicht auf Instagram folgen oder vielleicht es auf Instagram verpasst haben, ich habe vor ein paar, ja jetzt fast auch schon ein paar Wochen, ein Reel hochgeladen, was mal so ein bisschen zusammenfasst, was ich so in den letzten Monaten so ja, gemacht habe. Und ich glaube, es ist am besten, wenn wir uns das erstmal hier nochmal kurz zusammen angucken. Ja, ihr seht, das war auf jeden Fall eine interessante Reise und ich möchte heute jetzt einfach mal von hinten anfangen und alles so ein bisschen ja euch dazu erzählen. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, wie alles angefangen hat. Erst einmal die Leute, die mich kennen, die wissen wahrscheinlich, dass ich früher wirklich jemand war, der ein absoluter Fitness-Fanatiker war. Ich war wirklich extrem, extrem durchtrainiert und ich bin, glaube ich, bestimmt so um die 6-mal die Woche im Gym gewesen. Und dann habe ich so ein bisschen aufgehört damit oder bin dann schwanger geworden mit meinem Sohn Leo. Und ja, da habe ich 23 Kilo zugenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das überhaupt gar kein Problem. Als ich dann Leo bekommen habe, stand für mich an allererster Stelle einfach erstmal Mama zu sein. Ich wollte mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, jetzt in irgendeiner Form abzunehmen oder ins Gym zu gehen oder irgendwas. Ich war total fein mit diesen extra Kilos. Ich habe ja auch nicht wahnsinnig viel abgenommen, nachdem ich entbunden habe. Und ich fand das ehrlich gesagt auch irgendwie ganz schön, mal so eine ganz andere Figur zu haben. Ich war halt einfach viel runder, viel weiblicher und habe das auch irgendwie genossen. Dann bin ich wieder schwanger geworden. Die einen oder anderen wissen es vielleicht. Leider haben wir das Kind nicht bekommen, weil ich eine Fehlgeburt hatte in der 18. Schwangerschaftswoche. Und da hatte ich so ein, natürlich schon ein leichtes Bäuchlein. Nach der Schwangerschaft, also nachdem ich dann entbunden habe und diese ganze Situation erstmal
verdaut habe, habe ich aber immer noch dieses Bäuchlein gehabt. Und da fing das erste Mal an, dass ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, oh, ich möchte eigentlich gerne wieder so ein bisschen Sport machen, möchte eigentlich wieder gerne wieder ein bisschen abnehmen, war aber irgendwie auch noch gar nicht so richtig in der Lage dazu. Und dann bin ich relativ schnell dann doch wieder schwanger geworden mit Nayla. In der Schwangerschaft habe ich nur 7 Kilo zugenommen und war hier einfach die ganze Zeit so mit dem Hausumbau und sowas in Gange, dass ich, wie gesagt, einfach gar nicht so viel zugenommen habe. Diese 7 Kilo, die ich dann zugenommen habe mit Nayla, sind auch nach der Schwangerschaft auch direkt fast wieder weg gewesen. Aber nichtsdestotrotz war ich immer noch nicht so in diesem Modus, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich war dann wieder Mama, ich habe dann gestillt, ich habe 6 Monate gestillt und ich fand das total schön und ich habe es total genossen. Aber dann kam irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwie bin ich nicht mehr happy in meinem Körper. Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt immer wieder und habe andere gesehen und dachte so, boah, irgendwie vermisse ich meinen Körper. Ich vermisse meinen Lifestyle. Ich vermisse das, fit zu sein. Ich vermisse das Gefühl zu haben, ich bin stark und ich habe Muckis. Und ich kannte das irgendwie gar nicht so von mir, dass ich dieses Selbstbewusstsein so komplett so verloren habe. Und das war auf einmal so. Und ich habe mich irgendwie einfach ganz stark danach gesehnt, wieder Sport zu machen. Und habe mir dann gedacht, weißt du was, du fängst jetzt einfach an. Du fängst jetzt einfach an. Und das ist auch meine allererste Message hier in diesem Video für alle da draußen, die anfangen möchten, fit zu werden. Fangt einfach an. Es ist wirklich egal, wie intensiv, aber ihr müsst unbedingt einfach anfangen. Ich habe das damals so gemacht, mit Nayla war ich, also Nayla war dann ungefähr 6 Monate alt zu dem Zeitpunkt und ich habe sie dann einfach in die Trage genommen. Ich habe sie in die Trage geschnallt und ich bin dann einfach hier ganz normal gelaufen. Also ich war in dieser Zeit noch gar nicht dafür bereit, überhaupt jetzt irgendwie hier so richtig krass Sport zu machen. Ne? Also ich war einfach noch nicht fit und ich hatte das Gefühl, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich hätte es gar nicht geschafft, hier 10 Minuten irgendwie zu joggen, weil ich war einfach noch nicht so weit. Und ich glaube, das ist etwas, wo ganz, ganz viele von euch auch immer wieder mir die Frage stellen. Ich bin an einem ähnlichen Punkt wie du damals. Wie hast du denn überhaupt angefangen? Leute, es ist egal, wie ihr anfangt, aber ihr müsst unbedingt anfangen mit irgendetwas. Ob das nun Spaziergehen ist, ob das nun einfach jedes Mal die Treppen laufen, anstatt den Fahrstuhl zu benutzen, dann versuchen jeden Weg, den ihr so irgendwie zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren, kurze Strecken halt einfach immer dafür zu nutzen, auch irgendwie sich zu bewegen, mindestens 10.000 Schritte am Tag. Die solltet ihr schon irgendwie draufkriegen. Das ist wirklich super, super wichtig. Der Anfang ist das A und O. Und ihr werdet merken, dass wenn ihr erstmal angefangen habt, dass viele Dinge sich von allein ergeben. Ich, wie gesagt, ich habe Nayla in die Trage genommen, bin einfach angefangen zu laufen. Hab dann Stück für Stück gemerkt, okay, ich werde jetzt ein bisschen wieder, also als würde der Rost so ein bisschen abfallen und ich würde so langsam wieder so ein bisschen in Schwung kommen. Ich habe dann angefangen, mit Nayla in der Trage so Ausfallschritte zu machen oder Squats zu machen und habe sie so ein bisschen als Gewicht genommen. Und dann habe ich gemerkt, dass so langsam sich was in meinem Körper bewegt und dass ich wieder vielleicht sogar schon in der Lage bin, normal joggen zu gehen. Und dann habe ich wirklich angefangen, so Step by Step dann auch zu laufen. Das war wirklich der Anfang. Das heißt, wenn ihr in der Situation seid wie ich, ihr fühlt euch vielleicht nicht mehr so richtig wohl in dem Körper, ihr seid aber auch nicht wirklich super fit und ihr möchtet unbedingt wieder anfangen, dann fangt einfach an. Fangt einfach an. Dann das nächste und ich glaube sehr, sehr wichtige und entscheidende ist wirklich die Ernährung. Ich würde jetzt mal sagen, so ungefähr bei den meisten Menschen ist 80% die Ernährung, 20% der Sport. Ich persönlich muss sagen, für mich ist das nicht ganz so 100%. Also ich würde sagen, bei mir ist es so ungefähr 60% Ernährung und 40% Sport. Das liegt einfach auch daran, dass ich früher schon sehr viel Sport gemacht habe. Ihr kennt das bestimmt, Muscle Memory heißt es. Also das heißt, der Körper erinnert sich sehr schnell an das, was er mal gemacht hat und wo er mal Muskeln aufgebaut hat. Das heißt, bei mir geht das grundsätzlich immer ein bisschen schneller. Und ich habe einfach auch einen ganz guten Stoffwechsel gehabt früher und ich habe dann gemerkt, das hat sich in der Zeit ein bisschen verändert, dazu aber gleich mehr.
Nichtsdestotrotz möchte ich hier an dieser Stelle vor allen Dingen auch nochmal sagen, wir sind alle unterschiedlich, ja? Das gilt sowohl auch für die Ernährung als auch bei diesem Prinzip 20-80 oder 40-60, je nachdem. Wir alle müssen selber einen Weg finden, um an unser Ziel zu kommen. Ganz wichtig auch, glaube ich, ist, sich immer wieder Vorbilder zu suchen und so zu suchen, wie möchte ich gerne aussehen oder sowas, aber nicht zu sehr sich darauf zu konzentrieren, sondern auch seinen eigenen Körper kennenzulernen und zu sehen, okay, das kann ich bei mir optimieren und das kann ich vielleicht verbessern und sich vielleicht auch selbst immer wieder anzuspornen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier so ein bisschen abgenommen oder da so ein bisschen abgenommen. Ganz wichtig bei einer Ernährungsumstellung ist, diesen Lifestyle lernen zu leben. Das heißt, wenn ihr euer Essen trackt, das könnt ihr zum Beispiel unter anderem App wie beispielsweise Yasio machen. Also damit habe ich das gemacht und damit habe ich meine besten Erfolge bekommen, also gesehen. Ich finde ganz wichtig, wenn man zum Beispiel sein Essen trackt, dass man eine App hat, mit der man das relativ einfach machen kann, schnell eine Übersicht hat und die einem auch so ein bisschen dabei hilft. Also wenn ihr Yasio runterladet, ladet euch am besten die Pro-Version runter. Da kriegt ihr nämlich auch immer Rezepte und sowas und ihr könnt ganz einfach eintragen, wann ihr was esst. Ihr könnt eintragen, was ihr für zum Beispiel ein aktuelles Gewicht habt und was euer Wunschgewicht ist. Dann rechnet Yasio für euch aus, wie viele Kalorien ihr am Tag zu euch nehmen dürft. So, dann trackt ihr einfach mal euer Essen und schaut mal, wie funktioniert das? Nehme ich zu viel zu mir? Nehme ich vielleicht sogar zu wenig zu mir? Man kann nämlich tatsächlich auch zu wenig essen und man kann tatsächlich auch mit gesunder Ernährung, in Anführungsstrichen, zu viele Kalorien zu sich nehmen. Manchmal weiß man einfach gar nicht, was man da an Kalorien zu sich nimmt. Deswegen ist so eine App wie Yasio einfach perfekt, weil man wirklich mal sieht, was nehme ich denn da zu mir? Ich persönlich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich zum Beispiel sehr, sehr viel Starbucks Dark Chocolate Mocha trinke. Ja, dieser Drink ist einfach Kalorien pur und Zucker pur. Klar, wir müssen auch immer, und das finde ich ganz, ganz wichtig, uns auch mal belohnen. Wir müssen auch leben, wir müssen auch genießen. Ja, aber manchmal hat man vielleicht irgendwelche Habits, die wirklich einfach blöd sind. Ja, und ich, und das muss man einfach sagen, war einfach extrem blöd, weil ich immer wieder dieses flüssige Zuckerkalorienzeug in mich reingetrunken habe und einfach gar nicht gemerkt habe, wie viel Kalorien ich da zu mir nehme. Das ist wirklich eines der dümmsten Sachen, die man machen kann, flüssige Kalorien zu sich zu nehmen. Der Körper kriegt keinen Mehrwert davon, also keine Mineralien, keine Vitamine, kein nichts. Einfach nur Zucker und Kalorien. Bringt also nicht wirklich viel. Deswegen alles, was ihr an Getränken habt, die Zucker haben und Kalorien haben, versucht das wirklich einfach wegzulassen. Einfach wegzulassen oder ganz stark zu reduzieren. Oder, und das finde ich ganz, ganz wichtig auch in dieser ganzen Ernährungsgeschichte, versucht Alternativen zu finden. Das heißt, beispielsweise, Yasio sagt, ihr dürft nur bestimmte Kalorien XY zu euch nehmen und dann merkt ihr, ich werde nicht satt, ja, dann versucht einfach mal zu schauen, was für Lebensmittel kann ich zu mir nehmen, die mich sättigen, aber nicht so eine hohe Kalorien haben oder deren Mehrwerte halt einfach auch besser sind. Es gibt so viele tolle Alternativen. Ob das nun Porridge ist, der am Morgen gegessen werden kann, der wirklich einfach richtig schön satt macht, wo ihr gar nicht viel von braucht. Versucht wirklich nicht das Gefühl zu haben, ständig auf etwas verzichten zu müssen, Sachen zu essen, die ihr eigentlich gar nicht mögt und vielleicht ständig Hunger zu haben. Weil das sind alles Sachen, die sind super, super schlecht. Wenn das Hirn die ganze Zeit Hunger hat, ja, dann passiert da auch was im Körper. Das heißt, dieses Gefühl, dass man ständig unzufrieden ist und vielleicht sogar auch noch Fett einlagert, weil der Körper sich denkt, ich kriege ja sowieso nichts zu essen. Also versucht wirklich, irgendwelche Lebensmittel zu finden, mit denen ihr euch wohlfühlt und wo ihr sagt, da habe ich richtig Bock drauf. So, also das erstmal zu dem Thema Ernährung. Ich habe meine Ernährung dann umgestellt, habe einfach versucht, nicht mehr so viel Zuckerkram zu trinken, habe versucht, abends nicht mehr so wirklich viel zu essen, weil man abends immer leider sehr schnell dazu neigt, sehr viel Blödsinn zu essen und das auch ich getan habe. Das heißt, ich habe Ernährung angefangen umzustellen, auszurechnen, wie viel kann ich ungefähr so zu mir nehmen, habe das getrackt und habe dann neben diesem langsamen Laufen und langsam anfangen zu joggen, habe ich dann auch angefangen, Krafttraining zu machen.
das wäre jetzt der nächste Step hier sozusagen. So langsam habe ich nämlich dann auch gesehen, okay, ich werde wieder fitter, ich komme wieder in Schwung, ich habe wieder so ein bisschen auch meine Fitness zurück. Das heißt, ich bin dann angefangen zu laufen. So langsam hat man dann auch schon so die ein oder anderen Ergebnisse gesehen. Das war jetzt noch nicht so viel besser, aber zumindest dieses, also ich hatte das Gefühl, ich bin so ein bisschen aufgeschwollen, so schwammig. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas ein Tipp, Lymphdrainagen zu machen. Manchmal hat man auch sehr, sehr, sehr viel Wasser im Körper. Ja, macht auch gerne mal Lymphdrainagen. Das könnt ihr auch sogar selber so ein bisschen machen oder bucht euch mal eine Lymphdrainage oder macht das regelmäßig. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp von mir. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich auch wieder ins Gym zu gehen. Viele Leute sagen zu mir immer wieder, oh, Fiona, ich habe keine Zeit, ins Gym zu gehen oder ich habe Kinder oder weiß ich nicht was. Leute, bei mir ist so viel los immer. Aber ihr müsst einfach lernen, entweder eure Prioritäten anders zu setzen oder auf Dinge zu verzichten. In order to get your result. Das heißt, ich zum Beispiel habe dann darauf verzichtet, abends früher ins Bett zu gehen. Dann bin ich halt einfach mal eine Stunde später ins Bett gegangen, war halt hundemüde, bin aber noch meine Runde hier gelaufen. Oder ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt mal 10 Minuten Zeit, jetzt schmeiße ich mal eben irgendwie Gymundo an und fange mal da an, jetzt hier wirklich was zu machen. Und wenn es nur 10 Minuten sind, das ist zum Beispiel auch ein großer, also wirklich ein riesengroßer Tipp, zu Hause auch einfach die Zeit zu nutzen und Sport zu machen. Ihr müsst nicht immer ins Gym rennen. Ihr könnt auch einfach Gymundo anschmeißen. Ich sag's euch, bei Gymundo gibt's so viele tolle Programme. Das hat mir auch einfach so krass geholfen in den letzten Monaten. Auch einfach mal ein Programm anzumachen, was einfach nur 10 Minuten ist, ja? 10 Minuten wenigstens an dem Tag diese 10 Minuten gemacht zu haben. Und dann habt ihr vielleicht am Abend nochmal 10 Minuten, dann schmeißt ihr es nochmal 10 Minuten an. Bei Gymundo gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also entweder ihr macht Cardio oder ihr macht mit eigenem Körpergewicht, ihr macht HIIT-Training, ihr macht wirklich Po-Training, Beintraining. Es gibt für Anfänger ganz viele tolle Programme und es gibt für Fortgeschrittene ganz viele Programme. Und ich sag's euch, ich habe hier wirklich geschwitzt zu Hause. Und ich habe mir einfach auch immer wieder mal Nailer genommen und habe sie als Gewicht genommen. Oder ich habe mal eine Flasche voll gefüllt und habe sie als Gewicht genommen und damit gearbeitet. Ich möchte niemanden judgen, weil ich weiß, manchmal geht es auch einfach nicht. Es gibt auch Familienhaushalte, da ist auch so, da sind so viele Kinder oder man ist einfach so kaputt von seinem Job oder sowas. Ich kann das auch verstehen, aber um sein Ziel zu erreichen, müsst ihr manchmal einfach ein extra Mile laufen. Und es ist nicht einfach. Es ist echt, also dieser Weg zu meinem Körper, den ich jetzt habe, der war wirklich nicht einfach. Ich habe hier geschwitzt bis zum Get-No, ich war müde bis zum Get-No, ich habe im Gym wirklich Schmerzen manchmal gehabt, weil ich gedacht habe, boah, ich kann jetzt nicht mehr, aber ich habe wirklich einfach durchgezogen. Das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, dass ihr einfach für euch lernt. Nutzt jede Option wirklich, die ihr habt, um euer Sport zu machen. Wenn das nur, wie gesagt, ist, Gymundo anschalten, zu Hause machen, Kind nehmen, Kind um sich herumtouren zu lassen, nicht ablenken zu lassen und zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach hier meinen Sport. Bei Gymundo könnt ihr auch mal eben kurz auf Pause drücken und dann macht ihr wieder weiter. Dann ist das Kind wieder mit irgendwas anderem beschäftigt, dann macht ihr wieder weiter. Nehmt euch irgendwelche Gewichte zusätzlich, trainiert vielleicht sogar mit eurem Kind zusammen. Das habe ich, wie gesagt, auch gemacht. Oder ihr sagt auch mal abends, ey, ich bin zwar müde, aber ich laufe jetzt noch meine Runde. So habe ich das wirklich gemacht. Ich bin so oft nachts gelaufen. Jedes Mal bin ich da meine Runden noch gerannt und war dann wirklich so müde, habe dann geduscht und bin dann ins Bett gegangen. Ja, dann so langsam habe ich gemerkt, ich komme wieder rein. Ich komme wieder rein und ich möchte mehr. Das ist wirklich das Schöne, wenn man konstant am Ball bleibt, wirklich, dass man immer wieder merkt, man steigert sich mit allem. Das ist so toll, dieses Gefühl, wenn man merkt, dass sich Dinge verändern. Und das nicht nur im Körper, sondern auch bei sich selber, dass man merkt, man wird fitter, man wird stärker, man wird
irgendwie auch leichter und es bringt einfach so einen Spaß. Ich habe dann auch wirklich immer geguckt, also zum Beispiel habe ich auch immer meine Runden, die ich gelaufen bin, getrackt. Das heißt, ich habe dann meinen Tracker angemacht. Ich habe damals immer so ein Whoop-Band immer angehabt dann auch. Damit könnt ihr sehen, wie viel Kalorien ihr verbraucht, welche Runde ihr lauft, wie schnell ihr seid, eure Pace und sowas. Das ist auch richtig cool. Und da zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich dann immer geguckt habe, wie viel bin ich jetzt gelaufen. Ja, wie war meine Pace? Also Pace bedeutet, wie schnell bist du in einem Kilometer? Zum Beispiel, ich habe dann vier Kilometer gelaufen, habe gesehen, wie war meine Zeit. Und dann habe ich gedacht, heute laufe ich und laufe wieder noch mal ein bisschen schneller. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich selber immer wieder versucht zu betteln, dass man gegen sich selber antritt. Ja, das auch in Bezug auf seinen Sport, zum Beispiel im Fitnessstudio, ja. Wie oft ich es auch zum Beispiel höre, dass Leute sagen, ja, aber du hast einen Fitnesstrainer und sowas. Also ich habe nebenbei auch eine Fitnesstrainerin gehabt oder immer noch. Und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz großer Benefit, wenn man eine Personal Trainerin hat, auch vor allen Dingen oder einen Personal Trainer, weil der natürlich einem auch ganz viel mit auf den Weg geben kann. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin halt jemand, selbst wenn ich alleine trainiere, ich trainiere so hart. Und das ist jetzt auch der nächste Tipp oder mein nächster Part, den ich hier sozusagen ansprechen möchte. Ganz wichtig ist, dass ihr wirklich einfach an eure Grenzen geht. Ja, das heißt, ihr könnt nicht erwarten, dass wenn ihr da im Fitnessstudio halt irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt habe ich hier mal ein bisschen hier mit meinen Dingern gemacht, mit meinen Dumbbells und dann habe ich hier mal so ein bisschen Sport gemacht zu Hause, hab ein bisschen geschwitzt, so, ihr müsst fertig sein. Also, das heißt, ihr müsst auf euren Körper hören. Natürlich dürft ihr nicht, wie soll ich sagen, als Anfänger, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man erstmal lernt, wo ist seine Grenze. Je mehr ihr dann macht, desto besser könnt ihr euren Körper einschätzen. Ich möchte nicht hier irgendjemanden dazu animieren, zu sagen, irgendwie, ihr müsst jetzt so krass an eure Grenzen gehen, dass ihr am Ende umfallt. Nein, aber ich möchte, dass ihr merkt, wann könnt ihr vielleicht noch mal eine Schippe draufsetzen. Ihr sollt unbedingt mit kleinen Gewichten anfangen. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, fangt mit kleinen Gewichten an. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst ja erstmal lernen und ihr müsst erstmal klarkommen, was kann ich da überhaupt stemmen. Aber wenn ich sehe, dass da nach einem halben Jahr manchmal im Gym irgendwelche Mädels stehen, ja, und sich vielleicht wundern, dass da nichts passiert und die immer noch mit ihren 2-Kilo-Hanteln da rumhampeln, dann denke ich mir, ja Leute, da kann auch einfach nichts bei rumkommen. Ihr müsst unbedingt neben diesen Sachen, wie zum Beispiel dem Cardio-Training oder dem eigenen Körpergewicht, Krafttraining oder sowas, müsst ihr einfach gucken, dass ihr auch wirklich mit hohen Gewichten arbeitet. Ich würde fast behaupten, dass fast jeder, und das ist natürlich klar, das kommt wieder ein bisschen auch auf die Genetik drauf an und wie gut man in einem bestimmten Field auch ist. Also klar könnt ihr auch richtig toll aussehen und toll definiert sein, ohne dass ihr da jetzt großartig ins Gym geht und hohe Gewichte stemmt. Ich rede jetzt aber über meinen Weg und meine Journey und was ich für mich persönlich festgestellt habe. Das muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde sagen, dass meine Erfolge, ob das nun meine Oberarme sind, ob das meine Bauchmuskeln sind oder was auch immer, dass das durch hohe Gewichte entstanden ist. Das heißt, wenn ich ins Training gehe, dann trainiere ich grundsätzlich zwischen mindestens 6 Kilo, mindestens 6 bei leichten Übungen oder bei anderen zwischen 10 Kilo. Das heißt, für mich ist wichtig, dass wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich mache eine Übung, bei mir ist das immer so, ich mache 3 Sätze, ja, das heißt, da sind meistens 3 Übungen, das mache ich dann 3-mal hintereinander sozusagen, diese 3 Übungen. Für mich ist wichtig, dass ich immer bei den letzten Wiederholungen wirklich das Gefühl habe, jetzt brennt es, jetzt tut's fast schon weh und ich schaffe es wirklich so gerade, das noch hinzukriegen. Wenn ihr da mit einer Hantel irgendwie so macht und am Ende irgendwie 50 Biceps Curls macht oder was auch immer, dann das kann nichts bringen. Ihr müsst einfach ein hohes Gewicht nehmen. Ihr müsst einfach
durchziehen. Also versucht wirklich, das euch immer wieder im Kopf zu behalten. Versucht euch jemanden vorzustellen, der vielleicht, also das habe ich tatsächlich ab und zu gemacht, ich habe mir manchmal einfach vorgestellt, dass da jemand steht und zu mir sagt, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, und ich einfach gesagt habe, doch, und ich schaff das und ich schaff das und ich schaff das, und ich habe mich einfach selbst immer wieder angesprochen. Das ist super, super, super wichtig. Genau, also das sozusagen dazu. Dann habe ich so langsam angefangen, auch wirklich etwas zu sehen. Also es war wirklich so schön, dass man einfach sieht, der Körper verändert sich. Man kriegt definiertere Arme, man kriegt einen flacheren Bauch, man kriegt dass die Abs sich so langsam wieder so zeigen. Ganz wichtig auch nochmal in Bezug auf flacher Bauch und auch Ernährung. Oder zum Beispiel auch in einem kleinen Helferchen. Also zum Beispiel ganz oft haben das Frauen auch, dass sie wirklich viel trainieren und sowas und trotzdem keinen flachen Bauch haben, weil sie einfach einen aufgeblähten Bauch haben. Da ist zum Beispiel mein Tipp, da habe ich auch, mit denen arbeite ich ja auch schon seit Jahren zusammen, Her One Inner Beauty. Wirklich ein ganz, ganz toller Tipp von mir, das sind Darmbakterien, um genau zu sein, 24,9 Milliarden Darmbakterien, die wirklich einfach euch helfen, das Essen besser zu verdauen, damit das besser zu verwerten und den Stoffwechsel anzukurbeln. Ein guter Stoffwechsel ist super, super wichtig. Ja, das heißt, ihr könnt wirklich durch einen schlechten Stoffwechsel auch nicht wirklich viele Resultate erzielen. Wir Frauen haben sowieso schon mal einen schlechteren Stoffwechsel als Männer. Und deswegen also gerade auch vielleicht darauf verzichten, irgendwelche aufblähenden Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Gerade so Hülsenfrüchte oder so Dinge, die so wirklich sehr, sehr schwer verdaulich sind. Da hat man dann auch manchmal das Gefühl, dass man gar nicht fit aussieht oder durchtrainiert aussieht, dabei hat man einfach nur ganz viel Luft im Bauch. Oder bei mir ist es auch gerade so, wenn ich die Periode habe oder sowas oder kurz vor der Periode bin, dann habe ich immer so einen leicht aufgeblähten Bauch. Und da nehme ich dann wirklich auch immer Her One Inner Beauty. Ihr könnt das entweder als Kur nehmen über längere Zeit. Und ich habe das da auch damals, als ich jetzt die Abnehm-Journey hatte, wirklich habe ich das täglich genommen. Aktuell nehme ich es nur noch nach Bedarf. Das muss jeder für sich dann auch selber ein bisschen herausfinden. Aber dann auch gerade, wenn man zum Beispiel kurz vor der Periode ist, dann guckt man sich im Spiegel an und denkt so, oh, ich sehe eigentlich, ich habe gar keinen flachen Bauch. Seid manchmal nicht zu hart mit euch selbst, sondern findet lieber heraus, was kann das hervorrufen, ne? Was ist die Ursache dadurch? Was habe ich zum Beispiel am Tag davor gegessen? Es können auch Unverträglichkeiten sein. Man weiß ja nicht genau, also was nimmt man da immer zu sich? Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich auch im Spiegel anschaut, nicht immer nur auf die Waage schaut. Die Waage ist auch ganz wichtig, gerade am Anfang war es zumindest für mich. Ich bin aber kein Fan davon zu sagen, sich jetzt zum Beispiel jeden Tag zu wiegen. Und ich bin auch kein Fan davon, sich am Ende zum Beispiel, wo man ja schon sich eigentlich, also wo man im Spiegel guckt und Resultate sieht, ja, ich bin kein Fan davon, dann sich immer wieder auf die Waage zu stellen, weil man natürlich auch Muskeln aufbaut. Und weil der Körper sich verändert. Und es ist nicht immer nur wichtig, was steht denn da eigentlich auf der Waage? Sondern es ist wichtig, dass man in den Spiegel guckt und sagt, finde ich mich so, wie ich bin, gerade schön? Gefällt mir mein Körper? Und wenn ich zum Beispiel in den Spiegel geguckt habe, in den letzten Monaten, wo sich mal angefangen haben, meine Muskeln zum Beispiel aufzubauen, dann war mein Gewicht auf einmal auf der Waage wieder ist entweder stagniert oder vielleicht war es sogar höher, weil ich Muskeln aufgebaut habe und die natürlich auch wiegen. Und man kann dann ja nicht sagen, oh ja, ich habe jetzt überhaupt nicht, also bei mir geht es jetzt nicht voran, nur weil sich die Waage nicht ändert. Ja, also das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr da immer auch dran denkt. Ja, also guckt wirklich immer wieder darauf, wie sehe ich im Spiegel aus, wie fühle ich mich wohl. Ich glaube, auch ein ganz entscheidender Punkt ist auch, was man für Kleidung trägt. Zum Beispiel habe ich jetzt auch in der Abnehm-Journey, ihr seht das wahrscheinlich auch in den Fotos und in den Videos, habe ich mir zum Beispiel immer ein Outfit von Oceans Apart angezogen, wo ich dann einfach auch wirklich sehe, wie verändert sich mein Körper. Weil ich sag's euch auch gerade zum Beispiel bei Oceans Apart, ne, seit 1900, schieß mich tot, wollte ich gerade sagen, aber wirklich schon sehr, 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 sehr lange. Ich habe Oceans Apart in der Schwangerschaft getragen, ich habe Oceans Apart, während ich fülliger war, getragen, ich trage Oceans Apart jetzt gerade. Ich liebe wirklich deren Sachen, weil man da drin tatsächlich sich auch,
immer irgendwie wirklich gut geformt fühlt, ja? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich auch immer Sachen kauft, wo drin man sich wohlfühlt und wo man auch das Gefühl hat, ey, da drin sehe ich meinen Körper gut aus, ja? Es gibt tatsächlich wirklich sehr unvorteilhafte Sachen, die man dann anzieht und dann denkt man sich, auch gerade wenn man beim Sport ist, ja, dann hat man mal ein Outfit an, wo man jetzt irgendwie denkt so, oh Gott, da sehe ich ja total scheiße drin aus. Und dann fühlt man sich auf einmal automatisch nicht mehr gut und nicht mehr wohl und nicht mehr fit. Und dann denkt man sich, oh, das sieht ja eigentlich blöd aus. Versucht euch wirklich Kleidung zu holen. Und da ist wirklich Oceans Apart, kann ich euch echt empfehlen. Deren Sachen shapen einfach so geil. Man sieht immer echt richtig gut da drin aus. Und wie gesagt, wenn ihr dann auch zum Beispiel so wie ich immer ein Outfit habt, was ihr dann wirklich von Anfang an getragen habt bis zum Ende und da drin immer wieder seht, wie habe ich mich dann auch wirklich entwickelt, damit ihr auch eure Resultate seht. Das finde ich, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Guckt einfach mal, dass ihr euch vielleicht auch gerade am Anfang, wenn ihr anfangt mit eurer Journey, so irgendwas kauft, wo ihr einfach sagt, oh, da drin fühle ich mich fit, da drin fühle ich mich wohl, da drin fühle ich mich gut. Holt frische Farben. Also jetzt seht ihr zum Beispiel, Oceans Apart hat auch immer so richtig tolle, frische Farben. Und wenn ihr meine Abnehm-Journey jetzt so vielleicht ein bisschen beobachtet habt, je fitter ich geworden bin und je wohler ich mich gefühlt habe, desto mehr habe ich Farbe getragen. Weil das einfach auch so, man wird irgendwann so richtig, ja, man hat einfach mehr Bock. Und das war dann auch so für mich so der Moment, wo ich gesehen habe, so langsam sehe ich wirklich Veränderung. Ich werde fitter. Ich habe Bock zu trainieren. Ich habe wirklich also knapp ungefähr 3-mal die Woche Cardio gemacht, 2-mal die Woche Krafttraining. So bin ich angefangen. Und dann habe ich das nachher irgendwann so ein bisschen umgeändert und habe nur 2-mal die Woche Cardio gemacht und 3-mal die Woche Krafttraining. Also in total 5-mal. Die Woche. Ich muss aber auch sagen, das hat sich dann langsam immer ein bisschen reduziert. Also ich bin jetzt mittlerweile bei ungefähr 3-mal die Woche Training. Und das kommt natürlich dann auch so ein bisschen drauf an, was für Resultate hat man erzielt oder was möchte man noch für Resultate erzielen. Ich persönlich glaube, dass eine gute Kombi wirklich wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass Cardio gerade am Anfang schon auch sehr wichtig ist, aber später eigentlich gar nicht mehr so krass wichtig ist. Also ich muss sagen, gerade diese Sachen wie zum Beispiel Laufen oder sowas sind für mich Sachen, die ich mache, weil mein Hirn wird dann einfach frei. Ich mag das gerne. Ich mag gerne einfach laufen gehen und dann habe ich so das Gefühl, ich bin so frei Ich brauche das einfach. Ich mag das zu schwitzen und dann ne, irgendwie so dieses Gefühl zu haben, so ich habe mich bewegt. Das mag ich. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist auch einfach das Krafttraining. Guckt wirklich, dass ihr echt eure Muskeln stählt und dass man da, also dadurch sieht man einfach, finde ich, ne, guckt mal jetzt hier zum Beispiel meinen Arm, wenn ich jetzt irgendwie so mache, das sieht automatisch einfach, man sieht fit aus, wenn man Muskeln hat. Das ist einfach toll. Ist aber auch eine Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Manche sagen natürlich irgendwie, ja, das ist zu viel und jetzt siehst du aus wie ein Mann, weil du so viele Bauchmuskeln hast und sowas. Lasst jeden labern. Das ist so wichtig. Kümmert euch nur um euch selber. Wie oft ich jetzt auch gehört habe, oh ja, du willst jetzt nur diesem Schönheitsideal in Dubai nacheifern, weil deine ganzen Freundinnen alle so viel Sport machen. Ey, come on. Sag mal, kennst du mich eigentlich? Ich hab schon Sport gemacht, da waren manche noch gar nicht meine Freunde. So, wisst ihr? Also, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ihr müsst einfach, also für mich ist es wirklich immer wichtig gewesen, ich gucke nie wirklich links und rechts. Ich konzentriere mich wirklich auf mich selber. Und das war auch etwas bei dieser Abnehm-Journey, wirklich zu sagen, ich fokussiere mich jetzt wirklich nur auf mein Ziel. Und das halt einfach konsequent. Wirklich konsequent. Was ist noch wichtig? Wie gesagt, Ernährung. Ganz klar auch immer gucken, dass man vielleicht auch selber herausfindet, was ist für mich gut, weil ich kann euch jetzt erzählen, was ich alles gegessen habe, muss aber nicht heißen, dass das bei euch gut ist. Fasten ist zum Beispiel auch etwas, was ganz, ganz toll ist. Ich habe dann auch die Live Fresh Kur gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei mir auf meinem Instagram-Account. Ich habe 5 Tage lang nichts gegessen. Jetzt kommen wieder einige und sagen so, also nichts gegessen, was soll denn der Blödsinn? Naja gut, also ich sage euch mal ganz kurz, wie das Prinzip von Live Fresh oder allgemein so eine Saftkur funktioniert. Also für mich war einfach
wichtig, dass ich, nachdem ich so ein bisschen auch schon eigentlich so fast an meinem Ziel angekommen bin, einfach nochmal sage, so, jetzt resette ich mich persönlich nochmal so richtig und setze nochmal wirklich alles auf Null. Mein Darm kommt einmal komplett runter, also fährt einfach komplett auf Null. Ich überdenke auch wirklich nochmal ganz genau all meine ganzen Angewohnheiten, Essgewohnheiten und versuche einfach nochmal so das Maximum an meiner Figur rauszuholen. Und dann habe ich wirklich mit Live Fresh Saftkur angefangen. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich war ehrlich gesagt relativ skeptisch und habe gedacht, so eine Saftkur, 5 Tage nichts essen. Und ich liebe Essen, Leute. Ich liebe Essen. Ich dachte, ich werde das niemals durchhalten. Und dann habe ich angefangen und habe dann den ersten Tag das Gefühl gehabt am Abend so, oh mein Gott, ich glaube, das wird nichts. Das ist echt schwierig. Und dann ab dem nächsten Morgen ging es echt richtig, richtig gut. Ich habe mich so leicht gefühlt. Ich habe mich so voller Energie gefühlt. Man soll eigentlich keinen Sport machen in der Zeit, aber ich habe trotzdem mal einmal so ein ganz bisschen Sport gemacht, weil nur 10 Minuten, so ein 10 Minuten Gymmundo-Programm. Aber ich fand es einfach total toll, sich einfach mal kurz so runterzufahren. Und auch zu überlegen, was möchte ich in der Zukunft nach dieser Saftkur dann auch verändern, ja. Und ich muss auch sagen, das hat echt nochmal auch an meinem Körper nochmal einen echt krassen Unterschied dann gegeben. Ich blende euch dazu auch nochmal die Fotos ein, wie das vor und nach der Saftkur aussah. Also das war wirklich richtig, richtig gut. Und auch Fasten allgemein, das müsst ihr auch Intervallfasten oder sowas, das müsst ihr euch auch mal so ein bisschen durchlesen. Ich glaube allgemein, wenn man so eine ganze Abnehm-Journey vor sich hat oder so, es ist ganz wichtig, auch viel sich einzulesen in Dinge, wirklich sich zu erkundigen, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, auch über Lebensmittel. Es gibt auch so viele tolle Accounts, wo ihr einfach mal drauf gehen könnt und euch wirklich einfach auch so ein bisschen Wissen aneignet. Ich habe zum Beispiel dann auch angefangen mit dem Selleriesaft, jeden Morgen Selleriesaft zu trinken. Pure Celery Juice, einfach so zwischen 400 bis 500 Milliliter, immer auf leeren Magen morgens, nachdem ich die Saftkur dann gemacht habe. Wirklich auch das nochmal so für mich dann auch zu tun und einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach gesunde Lebensmittel zu mir, versuche einfach Sachen auch aus dem Internet mir so ein bisschen anzueignen und zu lernen, welche Lebensmittel sind super gut für meinen Körper, wo sind Antioxidantien drin, wo ist Biotin, wo ist Chrom, wo ist was auch immer drin, zum Beispiel auch wenn ihr fastet, dann muss man echt wirklich aufpassen, dass man auch alle Sachen so zu sich nimmt, da könnt ihr zum Beispiel auch mal, habe ich auch ganz viel in der Transformation-Zeit genommen, Bears with Benefit, das sind so eine kleinen Bärchen, die haben einfach eine riesengroße Auswahl. Ich habe zum Beispiel die Burn Baby Burn in der Zeit gegessen. Da ist zum Beispiel Zink drin, da ist Biotin drin, da ist Chrom drin, da ist Grünteeextrakt drin. Und das sind auch alles Sachen, die dazu beitragen, einfach einen normalen Stoffwechsel zu haben oder Fett besser zu verbrennen. Und das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die ihr euch aneignen müsst. Ja, also ihr müsst lernen, welche Sachen, welche Vitamine, welche Mineralien sind gut für mich. Auch, dass ihr wirklich einfach immer Vitamin C zu euch nehmt. Viel Vitamin C, wenn ihr das nicht durch normale Nahrung aufnehmen könnt. Auch Bears with Benefits hat ganz, ganz tolle Vitamin C Immun-Gummies. Es gibt auch total geiles Sleep-Gummies. Also auch Schlaf ist ja super, super wichtig in der Abnehm-Journey. Ja, dass wenn ihr wirklich einfach viel schlaft, ihr nehmt einfach besser ab. Falls ihr nicht einschlafen könnt, da gibt es so eine Melatoninbärchen und sowas. Also da müsst ihr wirklich auch mal so ein bisschen forschen, was ist wichtig für mich, was brauche ich an, also was braucht mein Körper einfach auch. Denn dieses ganze Abnehmen ist nicht nur für mich gewesen, dieses Abnehmen, sondern es ist für mich wirklich einfach gewesen, gesünder zu leben, gesünder zu sein, fitter zu sein. Und einfach auch das Gefühl zu haben, man tut seinem Körper was Gutes. Ja, also ich glaube, das ist so für mich einfach wichtig. Ich jetzt, so wie ich mich jetzt fühle, das ist einfach toll. Man guckt in den Spiegel und ich merke das. Meine Haare sind besser, meine Haut ist besser. Ich fühle mich besser, ich fühle mich fit, ich fühle mich stark, ich fühle mich gesund. Das ist so schön einfach, ja. Und ich glaube, ihr dürft einfach nicht aus den Augen verlieren, was ist euer Ziel. Und ihr hört nicht auf, solange ihr dieses Ziel erreicht habt.
Das müsst ihr mir versprechen, wenn ihr das geguckt habt hier. Und ihr möchtet jetzt starten, fangt am besten heute noch an. Verschiebt das nicht auf morgen, verschiebt das nicht auf übermorgen. Du fängst heute an und du machst irgendwas. Sei das, keine Ahnung, 20 Mal Seil springen. Sei das irgendwie 20 Sit-Ups zu machen. Ein Plank zu machen. Jeden Morgen aufzustehen und 10 Minuten Plank zu machen. 10 Minuten. 10 Minuten ist ein bisschen lang. 10 Sekunden am Anfang. Und dann steigert ihr euch. Oder was auch immer. Fangt einfach irgendwie an. Ja, das müsst ihr mir versprechen. Und es gibt eigentlich keine Obstacles, denn ihr könnt alles irgendwie immer integrieren. Ihr könnt alles irgendwie immer wieder so, ja, okay, jetzt ich muss heute arbeiten und dann, ja, dann geht ihr zur Arbeit, aber dann, keine Ahnung, da ist vielleicht ein Fahrstuhl und dann lauft ihr die Treppen. Und dann sitzt ihr da vielleicht in einem Callcenter und habt irgendwie einen Stuhl, wo ihr die ganze Zeit drauf sitzt und dann macht ihr halt einfach immer so, drückt ihr euch immer hoch. Wisst ihr? Macht ihr einfach irgendwelche Übungen. Fangt einfach an. Macht es einfach. Überdenkt euren Lebensstil und zieht es einfach durch. Ich drücke euch dabei wirklich die Daumen. Ihr werdet merken, sobald ihr so kleine Veränderungen seht, geht es einfach immer schneller weiter. Und ich habe da echt, ich bin jetzt einfach sehr, 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 sehr glücklich. Und es hat bei mir, wie gesagt, einfach viele, viele Benefits gehabt am Ende. Und ja. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen damit helfen und ich hoffe, ich konnte euch damit so ein paar Tipps geben. Wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Ich versuche da auch gerne ein bisschen zu beantworten. Teilt das Video auch gerne, wenn ihr Leute habt, die ihr wisst, die brauchen vielleicht eine kleine Motivation oder sowas oder brauchen ein paar Tipps. Ja, sendet das weiter, liked es hoffentlich, also ich hoffe, ihr liked es, ich hoffe, ihr mochtet das Video. Es ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber trotzdem, mir war es wichtig, einfach auch alles zu erzählen und euch da so ein bisschen mitzunehmen. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr das schafft, dass ihr genau an das Ziel kommt, wo ich auch angekommen bin sozusagen. Also für mich mein persönliches Ziel. Und ich würde sagen, ja, ganz viel Glück, viel Spaß beim Sport, viel Spaß bei der Ernährungsumstellung und let's do it.